immer auf solche. Achso, in der letzten Folge. Und Daddy, du musst. In der letzten Folge ist gar nichts passiert. Das klang vorhin aber ganz anders. Ja, aber das ist ja egal. Vorhin lag so viel Hass in deiner Stimme. Und wie gesagt, mein ganzer Kalender steht überall nur drin: David Fluch. Wie du auch immer auf solche Ideen kommst. Ich weiß auch nicht, noch. Eben, wie kommst du auf solche Ideen? Was ist los mit dir? Erzähl da einfach mal meiner. Es könnte vielleicht sein, dass irgendjemand ein Vollarsch ist und mir irgendwann mal meinen Namen geklaut hat. Was ich immer noch für ein Gerücht halte. Du hast ihn verschenkt. Geklaut hat er ihn. Geklaut! Wenn überhaupt. Typisch ich, Ausländer, oder was willst du damit sagen? Ja. Und selbst das glaube ich ja nicht, dass er den, ne? Also, im Grunde war das ja wohl Spielleiterwillkür. So nämlich. Ja. Aber vorbereitete, das macht's besser. Sehe ich so nicht. Hey, warte mal. Ich habe dir die Entscheidung gelassen, ob du mit dem Banz den Vater besuchen willst. Danach war vielleicht ein bisschen, aber... Nun, auf jeden Fall war das halt die übelste Spielleiterwillkür durchgehend und deswegen habe ich angeblich jetzt die Issue geklaut und deswegen ist mein Issue-Artefakt aufgegangen. So. Purer Feind. Pure Hass. Todfeind-Quartett komplett. Ja. War eigentlich noch was in der Folge? Haben wir noch irgendwas gemacht? Ihr habt ihr die Goblins letzte Woche ausgebrütet? Ja, ne? Ja. Ja. Außerdem war das nicht letzte Woche. Ja, letzte Folge. Ja, da war auch einiges. Hm. Ich erinnere mich, enttäuschend war das. Du bist keine Rabenmutter. Das hätten wir doch nur gewollt. Genau, ich habe mir irgendwie so beim Schnittern nochmal gedacht, Mann, wir haben die letzten paar 10 Folgen, haben wir ständig nur irgendwelche Leute verurteilt, das muss auch mal aufhören. Jetzt ist halt das Problem, naja, mit euren Vorhaben, ich weiß nicht. Das könnte. Ich meine ja nur. Hä? Hä? Wovon redest du? Weiß ich auch nicht, wir fangen einfach an, viel Spaß und bleibt geil. David! Ja? Du kommst nach Hause. Und ist zwar nicht beladen mit Einkaufstüten, ist irgendwie so jetzt nachmittags. Eigentlich wolltest du dich ja mit Sophie treffen. Aber du weißt ja, wie es ist. Manchmal geht dir der wilde Hans mit ihr durch. Sie ist mal wieder nicht da, wo sie sein sollte. So ist es. Aber zum Glück, doch übrigens, mit vollen Einkaufstüten hast du immer noch Martha, die du dann kontaktieren kannst. Das geht ja relativ gut. Wenn du dann, ich nehme an, dass du leicht verstimmt, denn auf die Alte musste man ja trotzdem dort warten, nochmal in ihr Zimmer guckst, das Handy liegt halt irgendwo rum und ist leer. Diese Akkus heutzutage halten ja auch einfach nicht. Und ich steck's an, damit es geladen wird. Das ist eine hervorragende Idee. Da sind zwei Bilder in der Mache. Das eine ist, unterbrich mich, falls falsch. Und für Dings. Die verzerrte Maske des Wahnsinns. Ein Mann, quasi, also irgendein Typ. Mit wirklich der Fratze purem Deliriums. Die Hände nach oben halb zu Fäusten geballt. Die Krallen ausgefahren und im Hintergrund an der Wand ist ein Bild von dir, durch das von hinten quasi durch das Bild eine Lanze ragt und ein Herz aus dem Bild heraus aufgespießt ist und das Blut heruntertropft. Der zweite behandelt, das ist sehr viel angefangener, das ist nur skizziert, einen alten, gebrechlichen Mann vor irgendeinem Gebürche. Eher ein kleineres, nichts Schneebedecktes oder irgendwas. Er geht am Stocke und hat einen dicken, fetten Wanderrucksack auf. Punkt 3. Übrigens, der Typ hat
Das ist wirklich nur stark skizziert, aber sein Schatten ist halt viel zu groß und hat zwei kleine Hörnchen und sieht eher aus wie irgendeine Art Feenschatten. Vielleicht Troll, für Satyr ist es halt tatsächlich zu groß. Punkt 3. Sachen abstellen unten im Briefkasten war tatsächlich was, obwohl man aus dem gut rausklauen könnte übrigens. Denn der ist nur mit so einem kleinen Mini-Fahrrad, also so einem ganz, nicht mal Mini-Fahrradschloss, sondern so einem kleinen Schloss halt gesichert. Das ist nichts, wo man irgendwie einen fancy Schlüssel in den Briefkasten steckt. Ihr seid ja nicht aus diesem Jahrtausend. Aber dieser Brief also ist nicht adressiert in irgendeiner Form. Das ist einfach nur weißes, also ein weißer Umschlag. Das ist auch kein Fensterumschlag. Dann nehme ich die mit nach oben und öffne ihn. Okay, er steht im Forum, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich ihn vorlese. Ja, stimmt. An die Kefäen der Salzlande. Wir nähern uns Schamhain. Für manche mag es ein Festtag voll Verlockungen und dunkler Freuden sein, für andere eines der furchtbarsten Feste, die unsere Art zu feiern weiß. Denen, die von zartem Wuchs, schwachem Gemüt oder jungen Alters sind, wird geraten, sein Heim erst gar nicht zu verlassen. Die Garde des Salzhofes mag in den Straßen patrouillieren, doch ist dies nicht Versicherung genug, den Alpdrücken und finsteren Wesen zu trotzen, die am 31. Oktober ein Tor in unsere Welt finden. Kindlinge und Mündel sind von ihren Mentoren unter strenger Aufsicht zu belassen. Auch Kinain sollten unter Aufsicht gestellt werden. Achtet aber das Recht auf Unwissenheit. Widerspenstige oder schutzlose Kinain können für diese spezielle Nacht am Hofe untergebracht werden. Spiele und Späße mit dem Menschenvolk sind zu Schamhain nicht nur besonders verlockend, sondern auch ausdrücklich gestattet. Was die Menschen zu jener Nacht sehen und hören, werden sie schon bald vergessen haben, ganz egal, wie weit sie sich in den Traum wagen. Verboten ist jedoch die wilde Jagd. Auch wenn meine Mahnungen sicher weitestgehend unerhört bleiben, kann ich nicht anders, als jede und jeden Kefäen zu Vorsicht und Wachsamkeit aufzurufen. Vergiss nicht, der Schatten, den du wirst, ist nicht dein eigener. Gezeichnet Edwin, Kommandant der Hofgarde. Okay, lustig. Das heißt, wir dürfen eventuell eingekerkert werden, nur weil wir da rumrennen. Na super. Und besonders widerspenstig. Ja, was soll's? Ich hab Halloween vor und dementsprechend. Ja, ihr seid ja auch auf eine Party geladen. Das wurde schon letztes Halloween eben ausgemacht. Eben. Da habe ich ja auch ein tolles Kostüm für, richtig? Noch hast du es nicht gefunden, meiner. Achso, ja, dann mache ich mir ist halt. Ist ja noch fast einen Monat Zeit. Ah, ne, jetzt nur noch 2 Wochen. Oh. Ja, dann fange ich natürlich an, mein Kostüm zu machen. Das mache ich natürlich in meiner Werkstatt. Ja, gut. Dann wirst du auch dein Kostüm finden. Was ist es denn, meiner? Es ist ein Pechtenkostüm. Ein was? Ein Pechten. Pechten sind aus Süddeutschland und Österreich sowas wie der Schwarze Piet oder aber, wer ist da? Ich hab's dir gerade noch gesagt. Knecht Ruprecht? Knecht Ruprecht, genau. Die laufen halt. Die wurden halt von der katholischen Kirche quasi eingefangen und mit in deren Geschichte übernommen. Sind aber so kleine Dämonen, die aufpassen auf die, ja, auf die Einhaltung der Hausregeln und so weiter und so fort. Echt? Wie geil ist das denn? Das machen die aber meistens halt zwischen also in neuerer Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. In den sogenannten Rauthagen. Also, ne, wo hier dieses Rau auf den Viechern ist und so weiter und so fort. Aber sind halt, die bestrafen halt Leute, die sich nicht daran halten, sauber zu sein und dummflüchtig zu tun und die Essensverordnung und so weiter nicht einnehmen. Das passt irgendwie. Also, das ist tatsächlich übel gut.
Wie sieht denn das Kostüm dann aus? Warte. Wie soll ich mir jetzt einen Link speichern? Siehst du dich? Ich hab da, also, es ist quasi eine Art, das ist ähnlich wie der Teufel quasi. Hm. So, ich schick dir dann mal als Link. Hat halt Hörner und, ja, relativ viel Fell. In den meisten Fällen ist es quasi so, dass er so eine Art Besen oder Rute in der Hand hat, mit dem er dann auch sauber macht. In meinem Fall sind es halt sehr viele alte Blätter, die er dabei hat, um halt den Herbst, also den Herbst zu feiern und den nahen Winter anzukündigen. Dieses Kostüm, was du da im Keller hast, wenn du es anziehst, was natürlich dann doch ein Weilchen dauert, dann wirst du merken, wie die Haut des Kostüms ein wenig mit deiner verschmilzt und nice. Deine Zähne sich formen zu diesen doch eher kantigen Dingen, die man da sieht, dass deine Augen tiefer in die Höhlen sinken, deine Haare ausfallen. Nein, die fallen ja nicht aus, das wäre schlecht. Sie ziehen sich nur in deine Kopfhaut zurück und wachsen dann wieder als geformte Hörner, wenn vielleicht auch nicht ganz so lang wie bei dem Dude, heraus. Sehr cool. Das gefällt. Ist die Frage, wie kriegt denn dieses Kostüm wieder aus? Indem du es ausziehst. Okay, ja klar. Da gibt's Sinn. Ja, offensichtlich, oder? Muss ja. Ja, dann haben sich da also meine Pläne für heute erledigt und ich brauche kein Kostüm mehr machen. Sehr gut. Dann kann ich mich um die Hausarbeit kümmern. Du hast kaum angefangen. Da bin ich auch schon wieder fertig. Nee. Das meinte ich nicht. Aber so. Ich meine so halb, ja. Aber da klingelt es an der Haustür. Und diesmal meine ich tatsächlich die Haustür. Und ja, ihr habt eine Gegensprechanlage. Die benutzt bloß so zumindest so viel, ich keine Ahnung. Ja, hallo. Könntest du mich hochlassen, David? Welche Stimme ist das? Ist nicht auf dem ersten Dings zu erkennen, aber Thorald am ähnlichsten. Thorald, bist du das? Ja. Dann natürlich, gerne. Komm hoch. Du stehst an der Wohnungstür und wartest halt. Es dauert jetzt nicht Stunden, aber so viel Treppenstufen sind es halt dann doch nicht. Und wenn du dann Thorald erblickst, dann stützt er sich auf einen Stock mit einem dicken Rucksack, an dem seine Rüstung, also die kaputte Rüstung aus dem Krieg hängt, baumelt. Er ist um mindestens 10 Jahre gealtert. Winzig im Gegensatz zu vorher. Der ist kaum größer als Sophie, weder in Mensch noch in Feengestalt. Die Muskeln sind stark zurückgegangen, es wirkt jetzt alles sehniger. Er hat extrem viele Altersflecken und Falten dazu bekommen, zumindest in seiner menschlichen Gestalt. Und die Hörner wirken stumpf und ein bisschen zerbrechlich. Ich guck mir nochmal den Brief an. Unterschrieben war das mit wem? Edwin, Kommandant der Hofjarde. Also hab ich mich doch nicht gehört. Scheiße! Alles klar, ich guck ihn an. Alles in Ordnung bei dir? Mach da mal Platz. Klar, mach ich mal Platz. Er tritt ein. Es wirkt alles ein bisschen beschwerlich. Ich meine, der ist ja zu irgendwas zwischen Mitte 50, 60 und der wirkt jetzt wie ein mitgenommener 60-Jähriger. Okay. Er lässt sich dann in der Küche auf den Stuhl plumpsen. Das ist eine Schweinerei, was sie mit dir gemacht haben. Das finde ich auch, aber... Nun, ich konnte mich nicht allzu viel wehren. Nee. Stilles Gericht. Stilles Gericht, das dürfen die vermutlich nicht mal, wenn du noch ein Kindling bist, keine Ahnung.
Ja, vermutlich doch. Sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Und was haben sie mit dir gemacht? Die haben erstmal nichts mit mir gemacht, aber ich habe das spitze gekriegt, denn naja, er hatte ja schon eine bisschen Position, da kriegt man sowas mit. Dann habe ich gesagt, das geht so nicht. Was ist das? Hier, du hast meine Ehre verletzt und meinen Stolz und du hast meine Dienste beleidigt und ich will unter dir nicht mehr dienen. Ich ehre dein Amt und ich ehre dein Wirken bisher, aber so geht's nicht weiter. Und dann habe ich halt den Eid des Vasallen gebrochen. Und jetzt stehe ich hier. Okay. War das schlau? Also, ich meine, danke, aber... Das war nicht nötig, oder? Doch, nötig war das. Schlau spielt keine Rolle. Für einen Troll spielt das keine Rolle. Da spielt eine Rolle, was richtig ist. Und es war nicht richtig, da weiter Vasall zu sein. Er kaut ein wenig auf seiner Zunge herum, wie es alte Leute gern tun, die kein Gebiss mehr haben. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Kann ich dir irgendwas anbieten? Ja, das wäre... Habt ihr Dosenfutter? Also, Dosenessen. Ich kann dir auch was kochen. Nee, es geht nicht um jetzt. Das Ding ist folgendes. Den Eid des Mentors habe ich geschworen in meiner Funktion als Vasall. Und wenn ich nicht was dagegen unternehme, dann bricht er. Aber der Eid, den ich euch geschworen habe oder mit euch, der ist mir halt noch was wert. Das heißt, ich muss das jetzt richtig stellen. Okay, und wie? Nee, im Wesentlichen muss ich in die Berge. Und ist egal, Trollsachen. Ich hab nur eine Ahnung, genau weiß ich's nicht. Alles klar, So Rückbesinnung auf das, was ich bin. Also im Ursprung sind Trolle ja Berge. Also wir waren groß wie Berge und wir waren Berge. Und, das heißt, ich muss vermutlich ein Eid schließen mit dem Stein und der Höhe und den kalten Winden und solche Sachen. Und Traum halt, weißt du? Nee, aber du machst das schon. Klar, ich kann dir was zusammensuchen und, das kriegen wir schon hin. Ich habe noch einen ganzen Haufen Reis. Warte, ich koch dir was ein. Stimmt. Was denn du einen ganzen Haufen Reis her? Von dir. Ach so, ja. Da war ja was hier. Ja. Ich glaube nicht, dass ich vor 2 Monaten oder so zurück bin. In der Zeit kann ich halt nicht viel für euch machen. Das ist in Ordnung. Naja. Ja, du hast gerade ganz schön viel... Also das ist völlig in Ordnung. Das ist, also, das ist nicht in Ordnung, das ist... Das ist eigentlich sehr in Ordnung. Weißt du, das ist so eine Chance. Eine Chance. Ich war in der Not damals,
Loyalität an jemanden zu binden. Und da war ich von der Sache nicht überzeugt. Und ich krieg quasi eine Chance von den Tuatha geschenkt, nochmal mich einem Ziel und einer Sache zu vermachen, die halt, weißt du, die es angemessen sind. So ist so. Anders, ich kriege die Chance, jemanden zu dienen oder einer Sache oder vielleicht einem Ideal, der ich guten Herzens dienen kann, auch noch im nächsten Leben vielleicht. Ich verstehe. Okay, dann lass mich jedenfalls helfen. Dann würde ich sagen, ich bereite alles vor und kaufe das ein, was ich brauche, und dann starten wir dich mit allem aus. Nee, wenn ihr Dosen da habt, dann gebt mir die bitte. Ich habe sogar noch höher irgendwie ein bisschen Kleingeld. Erholt ein paar Mark. Ja, was heißt ein paar? Erholt einen 50-Mark-Schein aus seiner Tasche. Aber wenn nicht, dann ziehe ich sofort los. Das bringt so nichts. Was habe ich denn da? Sophie, hast du irgendwelches Dosenessen? Ansonsten würde ich sagen, wahrscheinlicherweise könnte man sowas haben wie Kidneybohnen, Ravioli, Mais. Oh, du hast Ravioli. Ja, bestimmt. Nudeln und Reis auf jeden Fall, weil das sind halt, ne, sind zwar nicht fertig, aber eine Festivalausrüstung habe ich auf jeden Fall. Deswegen hat man ja Ravioli, wegen der Festivals. Genau. Und was Sophie auf jeden Fall hat, sind ein paar Euro, die auf dem Schreibtisch liegen. Also eine Währung, mit der man auch bezahlen kann. Ja, ich habe auch ein paar Euro da rumliegen. Ja, ich hole halt die Festivalausrüstung, quasi. Mit inklusive Kocher etc. bla bla. Das hat er bestimmt nicht dabei, einfach so. Nein, in seinem Rucksack hat es ordentliche Klimper da, er weiß das schon. Und wer weiß, von wann das Ding ist. Genau, auf jeden Fall kriegt er noch die Notfallgaskartusche, die halt noch daneben steht und so weiter und so fort. Hat die komplette Festivalausrüstung, die man so tragen kann, die man so braucht. Kram ich ihm halt hoch und halt auch alles, was ich an Dosenfraß und an Nudeln und Gedöns habe. Dass man halt dann ein bisschen kochen muss, aber was auch immer auch geht. So, es ist nicht viel. Aber ich hoffe, es reicht. Es ist eine ganze Menge. So viel, ich kann sowieso nicht alles davon annehmen. Er nimmt sich ein paar Dosen. Die Frage ist nicht, ob du es kannst, die Frage ist, nee, ob du es... Nee, das Ding doch. Ist... Das soll ja keine Vergnügungsreise werden, wo ich jeden Tag schlemme, weißt du, dahinter und so ein bisschen ankommen. Rosten. Ah ja, genau, und das soll so. Mühsal sein. Das soll Mühsal und Martyrium werden, das vielleicht nicht, aber hier so Gang. Kannst du mir nochmal sagen, was ich dir geschworen habe? Dass du mein Wort achten sollst. Ja, und dass ich halt auch darauf achten soll, dass es dir nicht scheiße geht. Wo es mir möglich ist. Ich müsste noch mal ganz kurz gucken, ob das überhaupt stimmt. Ne, ich soll verhindern, dass er also ihm unnötiges Leid verhindern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Unnötiges Leid. Ja, du, ich weiß es aus dem Kopf nicht, deswegen gucken wir mal schnell nach, würde ich sagen. Das ist mir egal, das lässt mich ja nicht abhalten. Ja, das ist richtig, aber ich will gucken, ob ich eine Argumentationsgrundlage habe. Respekt und Dankbarkeit nach ihm richten sollst du dich. Dankbarkeit reicht mir schon. Ja, okay. Ja, David, du tust mir einen größeren Gefallen. Ich meine, zu leicht, und ich muss die ganze Scheiße auch schleppen. Eine vernünftige Ausrüstung kriegst du? Wir können ja mal gucken, was du alles hast. Ich hab alles da. Willst du etwa die Dankbarkeit eines Einzelmännchen in Frage stellen? So. Ich grinse ihn an. Das will ich nicht. Gaskocher habe ich zum Beispiel extra nicht eingepackt. Das muss per Hand passieren.
Wenn ich da bin, dann brauche ich Schwelen an den Händen, weil ich jeden Abend das Holz gerieben habe, weißt du? Ich muss das Feuer mit eigenen Händen machen, um die dunklen Viecher fernzuhalten und nicht einen Gaskocher an, das geht so nicht. Das Feuer kannst du ja auch selber machen, aber eben kurz zum was essen mittags ist ja wohl... Nee, was zu essen, das ist nett, das würde ich gerne annehmen. Aber ich meine, stell dir vor, da sind irgendwelche ionenalten Wächter und die sehen dann an, wie ich hier ankomme. Am besten noch mit so einem Roller für fette Leute und mit 50 Heizdecken und so einem Scheiße. Kann ja keiner ernst nehmen. Wir überprüfen mal deine Ausrüstung vernünftig und dann geben wir dir eine vernünftige Ausrüstung mit. Und vernünftige Nahrung. Naja... Bisschen Nahrung, das reicht. Ich fange an, seine Ausrüstung quasi, ne, aufzustocken. Jetzt nimm mal die Finger da raus. Hey, solange du deine Füße unter meinen Fisch stellst, also. Ich grinse sie wieder an. Ein bisschen darf ich mir eine Dankbarkeit hier zeigen. Also. Es ist ja nicht. Ist du wirst nicht glücklich, wenn ich jetzt auf den Tisch haue, ne? Das ist richtig. Scheiße, dein Glück ist so mein Lohn, habe ich gehört. Siehst du? Gut, und du hast ein altes Handy, richtig? Hast du ein altes Handy? Ich hab so ein altes Handy, ja. Ist da noch Guthaben drauf? Wie, das kostet immer noch Geld? Leider ja. Irgend so ein Satyr hatte mir gesagt, das habt ihr überwunden. In den Träumen des Satyrs vielleicht. Bitte? Also, in den Träumen des Satyrs vielleicht. Ich lade dir da was auf. Ich hole mein Notebook rauf und lade ihm da halt Geld auf. Und der hat bestimmt eine Prepaid-Card, oder? Ja, na klar. Ja, ich lade ihm halt Geld auf die Prepaid-Karte. Welches war das Gute? Das Nokia 3210? Nee, welches war das? 3310. 33, das war das Gute. Das hat er. Sehr gut. Das hält ja auch ewig. Ja, genau. Ausgezeichnet. So. Aber ich glaube nicht, dass die Nockerrohrpost da hinten funktioniert. Ich bräuchte halt ein Rohr, wo ich was reinstopfen kann und wo was rauskommen kann. Also, ja. Das traue ich dir zu, dass du das dabei hast. Gut. Genau, dann lade ich dir da was hoch. Hier hast du noch ein bisschen Bargeld. Das brauchst du vielleicht für den Weg. Also es gab so eine Art Währungsreform. Die Münzen wurden umgeprägt. Stimmt, ja, das war da hier. Ja. So, und dementsprechend, den Schein kannst du mir da lassen, aus Nostalgiegründen, aber viele sind ja nicht mehr wert. Kannst du auch noch umtauschen, bestimmt. So lange ja, nicht genau. Hier. Ja, siehst du. Also Scheine kann man noch umtauschen, wenn du noch Münzen hast, die nicht. Ja, ich meine, so eine Bank habe ich jetzt nicht so viel Bock. Guck mal irgendwie. Genau, ich mache das, also deswegen kriegst du halt Bargeld von mir. Dann passt das schon. Danke. Immer wieder gerne. Ja, während du sein Dings aufstockst, fängt der Prinz an, seine Rüstung abzubinden. Es ist allerdings nur der Brustpanzer dabei, also der da überhaupt dran hängt. Soll ich die für dich hier verwahren oder nimmst du die mit? Nee, die kriegt er geschenkt. Die kriegen wir geschenkt? Naja, quasi. Du kannst damit machen, was du willst. Also nicht nur mit dem Gerät an sich, sondern mit dem Metall. Okay, danke. Was ist das für ein Metall? Also was ist das für eine Rüstung? Wie sieht die aus? Was ist das eigentlich? Also das hast du mir schon mal beschrieben, aber... Nee, da habe ich glaube ich auch nur gesagt, dass sie zerfetzt ist. Das wird irgendwas sein, wo ein hoher Bronzeanteil drin ist. Und Bronze ist aber übel weich, das ist nicht so gut. Aber es ist die Härte des Bronze. Man kennt es doch, fällt mir gerade wieder ein. Es ist gehärtetes Bronze und innen drin sind irgendwelche harzähnlichen Sachen, die
das Ding noch ein bisschen flexibel machen. Sodass sich das ein bisschen spannen kann und alles. Aber außen sieht das Bronzen aus, es scheint aber schon ziemlich hart zu sein. Gut, klar, dann. Mach damit, was er wollt, und du kannst vermuten, also du kannst es nicht zertrümmern für Glamour. Das funktioniert nicht. Das ist keine. Ist nicht so eine Art Chimäre. Oder ist kein Paraphernalia. Stimmt, das war in der Chimärenwelt. Ja, die ist ausschließlich chimärisch. Alter, Obelli. Sie ist gehärtet von Nöckerhand und Heinzelmännchenhand und sie ist gehärtet gegen Banalität, aber nicht in extrem umfänglichem Maß. Das heißt, wenn du sie in die Luft hältst und sie dir auf den Fuß fliegt, wird sich kein Mensch wundern, wenn du plötzlich auf einem Bein rumspringst. Aber ab einem gewissen Punkt wird's dann doch schwierig. Okay, klar. Wenn du ein Buch draufstellst und jemand sieht, dass es in der Luft schwebt, dann wird das Buch nur runterfallen, aber die Rüstung wird das vermutlich auch noch überstehen. Es sei denn, du triffst Herbstvolk. Herbstvolk? Menschen, die extrem banal sind. Extrem. Okay. Ja, nee, die kommen nicht rein in die Wohnung. Nee. Du wirst ihre Gegenwart auch ausreichend vorher spüren, also du wirst sie noch nicht in die Quere kommen. Das ist gut. Dann danke dafür, dass es. Ich werde schon was damit anfangen können. Uns fängt immer wieder was Blödes ein, weißt du. Ah. Blöde Ideen habe ich zu häufig. Deswegen werde ich mich direkt auf den Weg machen. Okay. Dann nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, oder bleib bitte nicht so lange weg. Nee, ich versuch's. Pass auf euch auf und treibt's nicht zu wild. Ach, wir haben nur einen Prinzen, den wir verärgern können. Grafen. Ja, sicher. Na, jedenfalls hier. Ich sehe. Think big. Ja, wäre ja langweilig, ohne so, ne? Get shit on even bigger. Ja. Ich mach mich auf den Weg. Okay. Danke für alles. Danke auch. Bis in, wie gesagt, frühestens 2 Monaten oder sowas. Alles klar. Ich umarm ihn. Oh. Er weiß offenbar eher weniger damit anzufangen und klopft dir auf den Rücken, während er na sagt. Ja, das ist mir egal. Dann muss er jetzt durch. Das ist okay. Dann erhebt er sich, setzt seinen Rucksack auf und geht mit seinem Stock raus. Ich habe mir natürlich auch seine Nummer aufgeschrieben. Also hat er uns schon mal gegeben, ne? Die hat er euch gegeben, ja. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt größer, dass es sogar irgendwie funktioniert. Yay! Gut, dann kriegt meine tolle Mitbewohnerin, die ja seit Ewigkeit nicht da ist, wo sie sein soll, eine Nachricht von wegen, wäre nett, wenn du nach Hause kommst, es gibt da so ein Problem. Und du hörst, wie das aufgeladene Handy im Nebenraum bimmelt. Ach ja! Dann schreibe ich nochmal Mist. Ich glaube, die wird auch nicht so viel später kommen. Vielleicht. Also ich meine, wenn du da mit der Hausarbeit fertig bist, was du dir vorhin vorgenommen hattest, dann ist sie da. Das ist schön. Du hörst irgendwann, wie die Tür aufgeht. Moinsen! Ins Schloss fällt. Hi. Du, wir haben ein kleines Problem. Okay. Es gibt einen neuen obersten Wächter der Stadtgarde, der Dingsbumsgarde. Aha. Turet hat gekündigt. Ist der alte die Treppe runtergefallen?
Turalt hat gekündigt. Aufgrund eines Formfehlers? Gerichtsurteils. Hä? OT, sie weiß auch noch nicht, ne? Ja, klar, aber sie hat gerade nicht gerafft, wovon du redest. Ja, das war so eher so eine Frage. Die weiß davon noch nichts, ne? Okay. Doch, die weiß das schon. Ach so, okay. Das hast du ihr schon gesagt. Sehr gut. Naja, du weißt doch. Ich wurde verurteilt. Ach so, du erinnerst? Das bringt ihn dazu zu kündigen. Ja, weil er das unehrenhaft fand und alles kacke und... Ja, dementsprechend hat er jetzt einfach mal den Schwur des Vasallen gekündigt und dem geht's echt scheiße und wahrscheinlich... kann ja unseren Spur nicht mehr reißen und dem wahrscheinlich geht der bald drauf, wenn ich das richtig interpretiert habe. Wer geht bald drauf? Thorald oder der Schwur? Ja. Der Schwur und damit wahrscheinlich Thorald. Hä? Das, wenn du einen Schwur brichst, kostet dich das Glamour. Nicht zwingend, das kommt drauf an, was es für ein Schwur war und überhaupt. Das kann alles Mögliche bedeuten. Das kann drakonische Strafen des Traums nach sich ziehen. Das kann bedeuten, dass du auf Ewigkeit eine rote Nase hast. Das kann auch bedeuten, dass überhaupt nichts passiert, außer dass du dich schlecht fühlst. Das kommt auf den Schwur an. Ja, ich glaube, das ist eher so ziemlich drakonisch. Okay. Hä? Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist... Ja, Wurstikus, ich bin erstaunt und doch ein wenig erfreut und überrascht, dass der scheinbar doch noch irgendwie Eier hat. Ja, ich auch. Er ist auf jeden Fall jetzt unterwegs in die Berge, um so halbwegs die Verbindung zum Traum wiederherzustellen. Ach stimmt, der ist ein Troll, ne? Mhm. Ha! Entschuldigung, ich habe eine Wette gewonnen. Ist schon gut. Hä? Alles gut. Na, auf jeden Fall, Aber ich wusste, dass er gehen wird. Also insofern ist das für mich jetzt nicht so eine große Überraschung. Klang gerade anders, ich weiß, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Okay. Wie dem auch sei. Er ist auf dem Fels in den Bergen und der neue Hofmeister und so weiter und so fort. Hier ist ein Brief für uns. Okay. Das heißt, die könnten uns, wenn wir Querelen machen, könnten die uns einsperren. Das wäre ein guter Grund, warum wir da sind. Die können uns nicht einsperren. Naja. Kinain. Kinain können Mündlinge zwischengeparkt werden. Mündlinge doch auch, oder? Mündel. Mündel, ja. Wir sind doch Mündel, oder? Ja, aber ja, ich sag mal, unser Lehrmeister macht sich ja gerade auf seinen Selbstfindungstrip. Genau, das, wenn die das also wollen, können die sagen... Nee, wenn der das will, nicht wenn die das wollen. Also hier steht, Kindlinge und Mündel sind von ihren Mentoren unter strenger Aufsicht zu belassen, auch Kinain sollten unter Aufsicht gestellt werden. Achtet aber das Recht auf Unwissenheit. Widerspenstige oder schutzlose Kinain können für diese spezielle Nacht am Hofe untergebracht werden. Nicht genau. Widerspenstige oder schutzlose Mündel oder Kindlinge, sondern Kinain. Alles gut, die können uns gar nichts. Na gut, dann hoffen wir mal. Ansonsten wäre das eine sehr gute Begründung, warum wir da sind. Zum Hof zu kommen, ja. Okay. Naja, und wollen wir noch auf die Halloween-Party? Bestimmt, oder? Ich habe da ein richtig cooles Kostüm. Dann gehen wir auf die Halloween-Party. Sehr gut, ich habe ein richtig cooles Kostüm. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eins habe. Muss mal gucken gehen. Also ich hatte eins im Keller. Ah. Dann werde ich mal gucken, ob da eins ist.
Vielleicht. Also ich wollte meins nämlich machen und dabei ist mir das aufgefallen, dass da eins liegt. Okay, cool. Fand ich auch. Es ist ziemlich awesome. Also erschreck dich nicht, wenn du es anziehst. Ich muss erst noch nur eine Karo-Post schreiben. Alles klar. Aber dann gehe ich in den Keller. Cool. Okay, see you later. Alligator. After a while, Crocodile. Ha, er lernt es. Toodaloo, Kangaroo. Sie schreibt eine Nöckerrohrpost. Mit dem Inhalt? Ich hab gewonnen, Ausrufezeichen. Wir sehen uns am 21. Alles klar. Ich denke nicht, dass du eine Antwort erwartest. Nein. Gut. Was findet Sophie denn im Kellerchen? Sie findet Lady Wilma Van Eyck Fischer. Das hier, ne? Du hast es gerade. Warte. Ups. Oha. Oha. Wenn du es anziehst. Achso, welche Farbe hat denn der Streifen? Der Streifen wird schwarz sein. Rot passt nicht so gut. Nee, du bist ja keine Barbarin. Du hast zwar diesen Streifen, aber da ist zwar per se kein Schnabel dran, aber wenn du es anziehst, dann hast du einen gelblichen Schnabel. Er ist schwarz bei Raben. Einen schwarzen Schnabel. Der erwächst ja aus dem Streifen. Das ergibt ja auch Sinn. Bei Krähen ist der gelb. Ja, das weiß ich doch. Ich bin doch Ornithologe. Hallo? Und das haben wir schon mal festgestellt. Das heißt, dass deine Nase sich verformt und einen schwarzen, leck mich, Schnabelansatz bildet, der dich weder beim Sprechen noch beim Atmen irgendwie behindert. Dein Mund ist auch noch der normale, der sitzt einfach darunter. Auch dein Kleid verwächst mit dir, sodass du tatsächlich am Körper Federn statt Haaren trägst. Deine Schwingen sind vermutlich nicht flugtauglich. Ich wiederhole. Deine Schwingen sind vermutlich nicht flugtauglich. Vermutlich, das heißt nicht, dass sie es nicht sind. Richtig. Okay, sie zieht es irgendwann wieder aus. Aber sie gefällt sich ein bisschen. Dann kommt sie wieder hoch. Sehr gut. Hast du auch eins gefunden? Ich bin ausgestattet. Oh, ist gezeichnet. Wie es der Brauch ist und ihr wisst, wie es üblich ist, sind diese Kleider natürlich erstmal nur chimärisch. Aber wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und die Nebel dünn sind, dann wird es nicht nur chimärisch sein für diesen Abend, diese Nacht. Das ihr versteht, awesome. Was ich meine, ja? Gut. Mhm. Das ist ziemlich awesome. Sehr fein. Sehr, sehr fein, ja. Okay. Kinder. Soll ich jetzt einkaufen gehen, oder? Ich war gerade einkaufen. Du warst ja nicht da. Wo warst du denn? Im Café. Im Café? Ja. Ich wollte raus. Dein Handy ist übrigens in deinem Zimmer und jetzt aufgeladen. Stimmt, ich hab mein Handy vergessen. Hattest du. Und um dich nicht anzuschwindeln, ich hab da ja noch so eine kleine Abmachung am Laufen, die ich natürlich einigermaßen einhalten muss, aber das muss nicht zwingendermaßen hier passieren, schon allein aus, wie heißt das? Nee, Pietät ist was anderes, ne? Keine Ahnung, Rücksicht! Abmachung? Ja. Welche Art von Abmachung? Na, du erinnerst dich vielleicht. Die Ordner und der Reiseführer. Äh.
Ich dachte, das ist vielleicht besser, wenn ich das, wenn das nicht hier passiert. Yeah. Siehst du? In der Tat. Ich bring den Typen um, wenn er hier nochmal auftaucht. Und das, wo Sophie ihm doch versprochen hat, dass er willkommen ist in ihrer Wohnung zum Zwecke jener Analysen. Ja, ich verstehe deinen Groll durchaus. So wie David ihm versprach, ihm ehrlich und gutmeinend einen Rat zu geben, wenn er ihn denn bräuchte. Oh, den Rat kann ich ihm geben, wenn er das nächste Mal da ist. Mit der Faust. Doch ihn nicht wieder auf, sonst ist er tot. Ehrlich und gutmeinend. Ja, der muss ihn ja einfordern. Also ich meine, du kannst ihm auch zusätzlich noch den anderen geben, ja. Kostenlos, Mensch, der kommt gut weg. Naja. Ich kann auch einfach fragen, ob er einen Rat hören möchte. Verpiss dich innerhalb von 3 Sekunden, ich habe ja kaltes Eisen. So ist jetzt. Na, damit wirst du ja wohl hoffentlich nicht gehen. Nee, das werde ich nicht tun. Das muss ich dir leider einen Arschtritt verpassen. Und das sage ich nur, weil ich dich mag. Ja, das ist auch schon in Ordnung. Gut. So, kann ich dir jetzt noch irgendwie helfen? Ja. Einräumen könnten wir noch tun. Alles klar, dann räumen wir jetzt noch ein. Weil ich habe nämlich quasi zum Saubermachen der ganzen Regale und so weiter die Regale abgebaut. Also, ne, die Sachen halt runtergeräumt von den Regalen. Wieso? Staubwischen? Überbewertet. Das sagst du. Ja. Aber es sieht gleich viel besser aus, wenn man halt auch mal an den Regalen putzt. Hast du dir die Wohnung mal angeguckt? Die braucht Staub. Wofür sollte die denn Staub brauchen? Na, der füllt die Ritzen auf, die hier überall sind. Achso, wir brauchen übrigens... er kommt aus seinem Zimmer wieder mit dieser fetten Rüstung. Wir brauchen übrigens einen Rüstungsständer. Wofür? Ich zeig die Rüstung hoch. Oh. Du kannst sie übrigens nicht besonders lange halten. Ja, das war mir schon klar. Noch ein Staubfänger. Hm, aber ein cooler Staubfänger. Naja. Das Ding ist chimerisch. Das Ding ist awesome. Ja, wir finden schon Platz dafür. Ja, also zur Not stelle ich das erstmal in mein Zimmer. Oder ich stelle das in den Keller. Ja, dann kannst du es auch ins Zwischenzimmer stellen. Ja, ich stelle das Ding in das Zwischenzimmer. Wieso denn nicht? Du, der klaut das jedenfalls gerne, das stimmt. Da traut sich ja keiner so rein. Ja. Ich stelle das Ding ins Zwischenzimmer. Wir haben im Zwischenzimmer ein Wacheinhorn, an dem traut sich niemand vorbei. Hm? Ich nenne es Fluffy. Pink Fluffy Unicorn, dancing on rainbow. Du bist grausam zu Menschen. Wieso bin ich grausam zu Menschen? Menschen haben keine Angst vor dem Einhorn. Ja, zu anderen Menschen ähnlichen Wesen. Affen haben keine Angst vor dem Einhorn. Bist du das dir ist nicht sicher? Bewiesen. Nein, ich bin mir nicht sicher. Sir William hat keine Angst vor dem Einhorn. Sollte er aber vielleicht haben. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist doch schon ein bisschen gruselig. Gut, ich stelle auf jeden Fall das Einhorn quasi dahin, wo es hingehört. Nicht der Einhorn, die Rüstung. Und mach mich dann mal schlau, was ich denn machen muss, um meine Rüstung zu flicken. Ja, lass mal das erstmal hinten anstellen. Viel wichtiger für mich ist gerade die Frage, die Gretchenfrage. Wie haltet ihr es denn mit der Universität? David und Sophie, ihr hättet ja beide... Urlaubssemester. Für die vergangene Woche ruhig mal da sein müssen. Urlaubssemester, das kann man nicht einfach so nehmen. Braucht man da nicht irgendwie einen Grund oder sowas? Oder braucht man den nicht?
Ich glaube, man braucht ihn nicht. Okay, das war einfacher, als ich dachte. David? Oder sie geht einfach dieses Semester nicht hin. Ist doch völlig egal, solange sie eigentlich... Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das ist nicht mehr wie früher. Urlaubssemester. Ja, das ist eine gute Frage. Wenn du Urlaubssemester... Also du kriegst ja eh keinen BAföG, ne? Nope. Ich rede nicht mit dir. Nee, aber ich muss es meinen Eltern erzählen. Naja, nur wenn die sich Punkte von dir zeigen lassen und abgeschlossene Module. Ansonsten musst du denen das nicht zwingend erzählen. Du weißt schon, wie das in deiner fünftigen Familie läuft. Man redet miteinander. Ja, durchaus. Aber miteinander reden impliziert für mich keineswegs einander die Wahrheit sagen. Schon? Das ist ich meine, du redest mit deinen Eltern, hast du denen bisher gesagt, dass du ein außerweltliches Wesen aus uralten Zeiten bist? Es gibt halt die Wahrheit, also es gibt halt ein dreistes, die anlügen und die Tatsachen, ein paar Tatsachen verschweigen. Ach so, ich verstehe. Du hast dich gerade von deiner Freundin getrennt, von denen du ihnen nichts erzählt hast und brauchst jetzt deshalb ein bisschen Ruhe. Nee, das wäre ja tatsächlich das Anlügen. Richtig. Und was macht man nicht? Das ist wahrscheinlich dann eher so ein mal gucken, ob das klappt, aber muss mal schauen, ob das alles so mit meinem Leben zusammenhängt, ob das gut klappt. Okay, dann also hingehen und gucken, ob es geht. Ja, so, oh, genau. Okay. Die Antwort lautet nein. Das habe ich mir gedacht. Also, vielleicht an manchen Tagen ab und zu, aber entweder ist dann jemand da, der, ich meine, das sind große Vorlesungen bei dir, der an dem einen Tag besonders banal ist, oder es ist auch einfach mal auf dem Weg. Es ist schwierig tatsächlich. Plus all die Sachen, mit denen ihr euch zusätzlich beschäftigen müsst. Ihr müsst ja jetzt auch noch irgendwie für euren Glamour-Unterhalt zusätzlich sorgen. Eben, das ist nämlich eine super Sache an der Uni. Aha, ist es das? Da gibt es bestimmt Leute, die sind kreativ drauf, die haben Spaß, die sind noch... Gerade die Erstis sind noch, ne? Ja, aber das hat ja nichts mit deinen Vorlesungen und deinem Arbeitspensum zu tun. Das ist richtig. Niemand sagt, dass ich da zu den Prüfungen gehe, aber, ne? Ich sag mal so, zumindest in dem Monat kannst du ja austesten, wie es ist, wie oft man da hingehen kann und kannst noch überlegen. Was hältst du davon? Genau. Also die 2-3 Wochen, die es jetzt noch sind. Also es wird tatsächlich schwierig. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber, apropos Arsch, Glamour. Was habt ihr denn gerade in der Beziehung noch so bis Schamhain vor, aber auch sonst? Glamour besorgen. Ja, yeah. Also ich habe es dir schon gesagt. Und das Kinderprojekt, das zieht die noch auf, wenn sie kann. Also erstmal David. Ich würde quasi versuchen, Leute zu verkuppeln und quasi, wenn das klappt, mich daran zu beteiligen. Also so, ne? Okay, möchtest du Leute verkuppeln? Also ich meine, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Durch deinen vielleicht eine manipulative Ader und durch leichte Beschönigungen und so weiter, durch gute Stimmung erzeugen, in der sich die richtigen Personen dann wohlfühlen und deswegen irgendwie sowas oder noch eine genau, andere Methode? Die richtigen Leute zu den richtigen Partys mitbringen, die richtige Stimmung besorgen und dann ne, die richtigen Leuten vorstellen und so weiter und so fort. Also schon gucken, wer könnte denn grob zu wem passen und das dann in die Wege leiten, dass die sich dann mal über den Weg laufen. Sodass ich, dass die halt auch mitkriegen, dass ich die dann verkuppelt habe. Also oder beziehungsweise halt, ne, dass ich halt mich in deren Nähe aufhalten kann und dass die mir davon berichten können, wie toll das doch ist in ihrer Beziehung. Oder dass es halt groß auffällt. Ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich witzig. Genau. Und ich flachs dann gerne mal mit ihnen rum, so von wegen, dass ja, ne, sobald die dann ja Kinderglück haben, dass das Kinderglück ja mir gehören würde und so weiter. What? Naja, mal gucken.
Also mal mindestens. Bringst du ihnen Versprechen ab? Oder versuchst du das? Ja, warum nicht, ne? So. Also wenigstens so ein oder zwei. Also wenn es klappt, dann, ne? Also. Also ich meine, ein Versprechen ist kein Eid. Aber ich meine, da kann man sich ja später noch was überlegen. Wenn du das möchtest, arbeite ich da gerne was heraus. Der muss ja auch nicht immer so schwöstig formuliert sein. Da brauchst du genau. Noch Grundregeln. Aber Versprechen sind ja schon mal was. Alles klar. Gut. In diesen 2,5 Wochen, die das noch sind, kannst du dir tatsächlich 6 Glamour arbeiten. Das ist Neues. Muss gleich mal gucken, wie viel du gerade hast. David. Okay, dann wären das 3 mehr als voll. Ja, die würde ich dann halt quasi in mein Projekt. Ich habe dir ja von meinem Projekt erzählt. Da kommen die natürlich rein. Das Kleinod, war das das? Der Banner. Ah, der Banner, genau. Alles klar. Sophie, ich habe vergessen, was du mir gesagt hattest, wie du es machen willst. Ja, ich weiß, du vergisst mich ja immer. Sophie fängt jetzt an, mit Kindern was aufzuziehen. Also auch so ein bisschen freier irgendwie, wenn das geht. Entweder an der Schule oder wenn das zu viel ist, guckt sie halt auch mal, wie das mit irgendwelchen Einrichtungen ist, die sich jetzt speziell irgendwie damit beschäftigen. Kindergärten oder irgendwas anderes. Und insbesondere, weil sie das in ja, jetzt habe ich gerade Wortfindungsstörung. Das kenne ich. Das richtige Wort lautet Buttplug. Nee. Hm. Nee, das ist falsch. Genau, also hier in sowas wie, weiß ich nicht mal, zur Not vielleicht in der Kindertagesstätten sind immer so irgendwie dingsig, aber irgendwelche Programme, die vielleicht ein bisschen freier sind, da kannst du ja eine ganze Menge machen. Die brauchen eigentlich ja immer Unterstützung irgendwie. Kannst du mir mal kurz sagen, was du in Handwerk Kunst hast? Handwerk Kunst malen auf 4, Bildhauerei auf 2. Okay, du kannst nach eine Woche dauernden etwas nervigen Verhandlungen mit der Schule Folgendes erreichen. An gewissen Tagen, die vorher schon ausgemacht sind und vielleicht solltest du da pünktlich sein. Ja, das kann sie ja auch mal. Ersetzt du den Kunstunterricht aus folgendem Grund. Es gibt einfach keine Lehrer. Das heißt, die Kunstlehrerin, die das sonst machen würde, die kann aber Sinnvolles unterrichten, die Mathe. Und es ist eh egal, was sie in der Grundschule in Kunst machen, nicht wahr? Dieses wäre bis zum nächsten Schuljahr fest. Du kannst dich zwar aus diesem Vertragskonvolut lösen, weil es kein wirklicher Vertrag ist, du bekommst ja auch keine Kohle. Aber nicht einen Monat musst du da vorher schon Bescheid sagen. Und die Termine machst du aus am Anfang eines jeden Monats. Das werden so 8 sein oder so ein Shit. Ja, 8 kommt vermutlich. Ja, 8 kommt hin. Genau, damit kannst du jetzt auch anfangen, schon dann nach dieser ersten Verhandlungswoche. Wenn du da also den Kunstunterricht ersetzt. Ich nehme an, dass es in deinem Interesse ist. Das ist total in ihrem Interesse, da hat sie sogar richtig Bock drauf. Wie gesagt, das ist ja auch eher das ist eine Schule ohne, so. Und was genau willst du tun, um da die Production anzukurbeln? Vor allen Dingen erstmal ausloten, worauf die Kids so richtig Bock haben, weil das ist höchst individuell. Aber es geht ja auch nicht darum, dass alle was machen, sondern dass jeder das macht, worauf er Bock hat, und das ist das Wichtigste. Wann willst du denn diese Stunden vorbereiten? Wieso vorbereiten? Genau. Das funktioniert so nicht.
Tut mir leid, das funktioniert so nicht. Du kannst immer was Unterschiedliches machen, um verschiedene Gruppen. Also du kannst so 2-3 Sachen maximal anbieten pro Stunde, damit du verschiedene Kindergruppen abdecken kannst. Individuell wird ein bisschen heftiger. Ja, das reicht ja schon. Genau. Okay, das schon mal. Und möchtest du dann die Gefühle abschöpfen, auch wenn du das ja nicht tust, filtern, die man hat, auf Frustration, ist ja von Gefühlen begleitet, vor allen Dingen bei Kevin, der rastet halt immer aus. Oder willst du auf die höhere Stufe des Kreativität anregen, was deutlich schwerer ist, vor allem bei Kindern, glaube ich. Sie schaut mal, was geht. Also, Es geht beides. Das eine ist effektiver, aber nicht immer erfolgreich. Und das andere ist konstanter, aber halt nicht so, ne? Ich denke eigentlich eher Ersteres. Okay. Es ist zwar ein bisschen weniger effektiv, aber liegt ja tatsächlich was an der Kunst und an diesem Schaffungsprozess. Das erste waren die Gefühle, ne? Achso, nee, ich meine zweiteres dann. Entschuldigung, da habe ich das verdingst. Ich meine, das hat ja auch nichts mit deinen Malkünsten leider zu tun, das weißt du, ne? Ja, das weiß ich, dass das damit nichts zu tun hat. Ausdruck, würde ich sagen, oder? Du bist der Spielleiter, ich müsste mal eben meinen Bogen aufmachen. Empathie ist es aber. Empathie müsste ich sogar haben. Ich habe den Bogen offen. Alter, willst du mich komplett trollen? Er würfelt ab jetzt wieder selber. Es macht überhaupt keinen Spaß. Finde ich überhaupt nicht. Also ich finde nicht, dass wir das sollten, wenn du gut für uns würfelst. Kritik. Also warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt muss ich noch 5 Würfel nachwürfeln. Jo, alles klar. Muss vielleicht mal meinen Wurf anpassen, der gefällt mir noch nicht so. Jo, kriegst halt auch 6 Glamour. Gerade war er noch bei 8 und ich krieg 6 Glamour. 9, Entschuldigung. Und du machst halt nur 2 Wochen was. Du hast übrigens gut gewürfelt. Ja, alles was über ist, wird extra verpackt. Das ist eine immense Menge übrigens. Ja. Wenn die Kinder was machen, kann Sophie nebenbei ja auch was machen, um was mit dem Glamour zu tun. Wenn die Kinder nebenbei was machen. Ach, das meinst du. Nein. Okay. Ich denke, du unterschätzt es, wie es ist, 25 Kinder zu beschäftigen. Vor allem Kevin. Ach, Kevin, der macht was Handwerkliches. Ja, er haut anderen auf die Schnauze. Nee, der kriegt Ton, den er gegen die Wand schmeißen kann. Ja, und das rechtfertigst du dann wie vor der Schule? Du bist Ton, immer noch an gewisse Dings gebunden. Dass er Ton, nassen Ton gegen die Wand schmeißt? Da wird vorher eine Folie gegen gehangen, damit die Wand nicht dreckig wird und dann ist egal. Pass mal auf, du bist an der Geldschule, da gibt es keinen, der Kevin heißt. Diese Kinder dort heißen Karl Friedrich, das war bloß ein Beispiel. Trotzdem sind die aktiv, denn das sind Grundschüler, die brauchen was zu tun. Das sind zum Teil verwöhnte Grundschüler. Du kannst auf jeden Fall nichts nebenbei machen, aber du kannst da einfach vorher was vorbereiten. Ja. Ne? Du kriegst das ja über 2 Wochen, bla bla bla. Das passt schon, aber du kannst nebenbei nicht viel machen. Maché ist für Grundschüler übrigens was ganz Tolles. Wie bist du einen Igel bauen? Na, die können rummatschen mit Pappmaché und das, ich hab das immer geliebt als Kind. Und einen Igel bauen, es ist Herbst, vergiss das nicht. Denn die Schule kennt folgende kreative Prozesse im Herbst. Heute basteln wir einen Igel, es ist ja Herbst. Ja, mit Sophie gibt's sowas nicht. Sheesh. Achso, was baust du denn? Das kommt drauf an. Oder malst. Achso, Sophie, jetzt, für sie. Nee, was dein Paraphernalia werden wird, meine ich. Das sind Bilder, tatsächlich Skizzen. Okay, dann ist es ein ganzer Skizzenblock. Ja. Auf dass sie irgendwie immer verschiedene Bilder macht. Also nicht Skizzen, sondern tatsächlich Zeichnungen sind das. Okay.
Das ist nämlich was, was sie später ja brauchen wird, gut transportieren kann und sich leicht kaputt machen lässt, wenn es notwendig ist. Du denkst so praktisch, ich ja. weiß nicht. Das ist ziemlich banal. Ich hasse dich. Das tun die meisten. Also, mit all jenen Dingen seid ihr schon mal gut beschäftigt. Gibt es noch etwas, was ihr zwischen jetzt und Halloween machen wollt? Ihr bekommt vom Puka irgendwann im Laufe der Zeit auch noch ein bisschen was dafür. Oh ja, und von Sandro bestimmt auch. Der hatte das nämlich auch gesagt. Aber diese Menge von Sandro ist eher gering. Okay. Aber ich meine, ihr habt insgesamt halt echt ganz schön viel. Wir müssen ja auch nicht alles auf einmal ausgeben. Ah ja, doch. Sag mal so, das kommt drauf an, wie weit der Radius sein soll, in den du in die Fenster und Flüsse malst. Maximal. Maximal. Dann muss David sein schönes Hummelbanner und sein schönes Kleinod kaputt machen. Nee, das Hummelbanner kann ich nicht kaputt machen. Das braucht ja, dann noch. Solltest du nicht deinen ganzen Glamour da reinstecken, denn wenn du den ganzen Glamour sammelst und da reinsteckst, dann können wir es nicht brauchen. Wenn du es nicht kaputt machst, ansonsten brauchst du es nicht. Das kommt später irgendwann. Das ist ein Langzeitprojekt. Na, ich meine, was Sophie will, kann dir erstmal egal sein. Das stimmt. Ich muss bloß wissen, wenn du das Hummelbanner, ich habe da jetzt 3 Punkte drin, ne? Die kannst du, wenn du das nicht kaputt machst, kannst du das Zeug nicht verwenden. Ich weiß. Okay. Gut. Na, dann ist die Menge, die ihr jetzt zur Verfügung habt, auch wieder eher angemessen dem, was ich wollte. Verräter. Nini, Langzeit. Verräter. Sagst du. Ein Heinzelmännchen muss einen Vorrat anschaffen. Der ist nicht geboren für den Winter, wo nichts mehr da ist. Mhm. Der kümmert, der denkt mal an morgen. Du wirst noch froh sein, wenn nichts mehr da ist. Der gibt ja nichts her. Das weißt du doch nicht. So einen gewissen Preis. Wenn du dich so wenn du schon so anfängst, ne? Vorsicht, mein Freund, Vorsicht. Moment. Ich bin eigentlich viel zu nett zu dir. Bist du das? Ich kümmere mich um den gesamten Haushalt, du. Weil du das willst? Das ist doch dein Problem, wenn du nicht im Schmutz leben kannst. Ich sag's nur. Mein lieber Freund, ich gehe für dich einkaufen. Bedenke das. Wird Sophie eigentlich David noch die Prophezeiung offenbaren, die sie zeichnetere? Die sieht er doch, wenn er in ihr Zimmer kommt. Ja, die hat er gesehen, aber du weißt ja nicht, ob er es gesehen hat. Und vor allem, was der Scheiß bedeutet. Ja, gut. Ja, wenn's fertig ist. Okay. Hey, dann sie's ihm ins Zimmer. Du kommst einfach irgendwann nach Hause. Es war wieder so ein harter Tag an der Uni, der dich nicht Kraft gekostet hat, aber es war auch nicht unbedingt schön, sich dadurch, nur durch äußerste Willenskraft hast du es geschafft, dich da durchzusetzen und ein paar Notizen zu machen. Wenigstens war am Ende Martin da und ihr habt noch ein bisschen gelabert. Dann kommst du einfach da zu Hause und da hängt einfach dieses Bild in deinem Zimmer, Junge. Was ist das für ein Bild in meinem Zimmer? It's your future. It's my future. Und was sagt meine Future? Ich finde das nicht gut, wenn Leute mit einem Messer im Rücken, wo. Schreib das Bild doch bitte. Der macht nichts, der baut doch einfach nur. Kannst du es bitte nochmal beschreiben, Flummette? Na, es ist ein Typ, der da in einer völlig wahnsinnigen Fratze sitzt. Und um ihn herum ist eine. Also, ich sag mal, Domino Day ist nichts dagegen. Sondern das ist eine Domino-Day-Maschine. Ach, die ist auch drauf. Okay, dann. Ja, ja, natürlich. Oder Teile davon. Also, du kannst dir das in die Richtung vorstellen, von wegen, der Staubsauger geht an, um eine Kugel anzusaugen, die dann tatsächliche Dominosteine umkippt, die dann später irgendwann dafür sorgen, dass ein kleines Wasserrad angedingst wird, weil das so eine Barriere vom Wasser trennt da irgendwie. Und so weiter, ne? Also, ja. Das ist
Warum du da jetzt drauf bist, weiß ich auch nicht so genau, aber irgendwas scheint es mit dir zu tun zu haben. Wahrscheinlich stoßen wir ganz viele kleine Steinchen an und sorgen dann für einen großen Effekt. Naja, vielleicht ist aber auch gerade einfach nur, beschäftigt sich gerade einfach nur jemand mit dir. Ich glaube, dass es eher das ist. Ja, wenn der Typ, der was Sachen baut, sich mit mir beschäftigt. Könnte ein Nöcker sein, meinst du nicht? Mhm. Also zumindest diese gekringelten Augenbrauen. Hast du dich mit einem Nöcker angelegt? Mit einem? Ja, wieso stellst du mir dann so eine blöde Frage? Der ist offensichtlich sackig auf dich. Mich würde nicht wundern, wenn irgendwo an der Wand außerhalb dieses Bildes, also das ist ja jetzt nur ein Ausschnitt, aber wenn du da, weißt du, an der Seite des Fensters, an der anderen Seite so einen großen roten Knopf hast, der einfach wo drauf steht, Weltvernichtungsmaschine, Heinzelmännchen, Exekutionstoster. 3000. Ja, das ist ja gut, dass die Nöckermaschinen nie funktionieren. Hast du die Explosion gerade gehört? Ja. Das waren alle Nöcker, die sich gleichzeitig in ihrem imaginären Grab umgedreht haben. Ja, ich weiß, dass die darauf reagieren, wenn man das sagt. Ich meine, ich habe es ihm ja nicht umsonst ins Gesicht gesagt. Aber das ist wie, wenn ich dir sagen würde, dass du nicht vernünftig sauber machst, weißt du? Ja, das hat er sich auch verdient an dem Tag. Okay. Kleines Arschloch. Weißt du ungefähr, wann der mir seine Weltvernichtungsmaschine präsentieren wird, damit ich dann mein Lachen in mich behalten kann? Irgendwo ein Datum? Nö. Okay, manchmal ist eine Zeitung mit drauf oder so irgendwo an der Seite und ein Datum ist drauf, aber nee, dann weiß ich nicht. Du siehst noch nicht fürchterlich alt aus, also vermutlich irgendwie innerhalb der nächsten paar Jahre. Ja, das kriegen wir dann schon hin. Outgame, weißt du noch seine Worte, Daddy? Nee. Denn David weiß sie noch. Und ich werde bauen eine David-Vernichtungsmaschine, die so gut funktioniert wie noch nie etwas vor ihr und so gut wie nie etwas nach ihr. Und dann ist er explodiert. Das heißt, es wird also niemals fertig. Das ist eine Form der Interpretation, ja. Naja, also, das ist meine Form der Interpretation. Also, von daher reicht das. Ja, das ist okay. Gut. Ich traue ihm nämlich nicht wirklich viel zu. Shish. Außerdem ging der mir auf den Sack. Ich sag ja auch gar nichts dagegen. Ich wollte nur eine Warnung durch Sophie fließen lassen, falls ich es nochmal brauche als Rechtfertigungsgrund, weißt du? Alles gut. Beauty. Also. Wir gehen in Richtung Schermain. In den Wochen, in denen ihr fleißig sammelt und versucht, die Uni zu überstehen, oder auch nicht, werden die Nebel dünner. Das heißt, die Welt des Traums und die Welt der Menschen kommen sich näher. Der Schatten, den du wirfst, wird nicht dein eigener sein. Das seht ihr. Ihr seht nämlich in dieser Zeit, dass eure Schatten länger werden. Und dass eure Schatten sich mehr dem nähern, was eure Feengestalt ist. Aber in der düstereren Ausprägung. Ihr seht, dass der Wanst irgendwann mal beim Spielen seinen Schatten anbrüllt, dass er sich verpissen soll, er mache ihr keine Angst. Auch wenn das unmöglich stimmen kann.
Wie sieht ihr Schatten denn aus? Etwas geduckter, mit Krallen und einfach wie, als wäre er immer auf dem Sprung, sie zu verschlingen. Nice. Je näher ihr Schamhain kommt, umso mehr entwickeln eure Schatten ein Eigenleben. Das heißt, wenn du den Kopf drehst und sich dein Schatten für etwas anderes interessiert, dann dreht er sich nicht mit. Menschen bemerken das teils und sind doch arg verwundert. Geil. Wenn ihr unterwegs zwischendurch... Euch seht ihr ja am ehesten. Passiert natürlich alles über Zeit, deswegen ist es nicht gleich so offensichtlich, aber Davids Gesicht nimmt einen etwas verschlageneren Ton an, mit tieferen Augen, und sein Grinsen hat etwas Diabolischeres, was ganz gut zu deinem Kostüm passt. Also das hast du gut abgepasst, was ich da machen wollte. Während Sophie galt unnahbar, berechnend scheint vor allen Dingen die Augen. Das eine Auge, das die strahlende Zukunft, und das andere, das die Schatten der Vergangenheit zeigen, sind berechnend. Der Wanst wirkt, obwohl er sich irgendwie dagegen zu wehren scheint, keine Ahnung, gierig, mit noch mehr Eckzähnen und gnadenlosen eisblauen Augen, die, wenn man zu lang reinsieht, dann lässt es einen frösteln. Ich weiß, Sophie, das ist angenehm für dich. Sandros schwarze Augen strahlen eine schreckliche Lovecraftsche Leere aus, in die man nicht zu lang hinabsehen will, sonst fällt man am Ende hinein. Er beginnt auch etwas zu riechen nach Verwesung. Und, meine Kinder. Ja, und ab und zu kriecht man eine Made aus seinem Ärmel in dieser Zeit, die er dann mit seinen spitzen Skelettfingern erst vor sich baumeln lässt und dann in seinen zahnlosen Mund schiebt. Das eine Mal, dass ihr Roland ansichtig werdet oder eher seinem Schatten, ist eher nicht schön. Es ist nicht der wohlige Schau wie bei den anderen, sondern es ist einfach abartig. Es wirkt wie ein verkrüppeltes, mutiertes, sterbendes Wesen. Ich meine, vielleicht seid ihr zwischendurch mal irgendwann in der Bar. Die Satyren, die wirken einfach auch ein bisschen entweder aggressiver oder... ja, schon so ein bisschen wie ein Pavian, der sich auf den Bauch klopft. Nee, das ist der Antrafe. Na, ist auch egal. Ein Orang-Utan, meinst du? Ja, zum Beispiel. Oder ein Gorilla, ein Silberrücken. Ja, das Wilde ist ihnen einfach dann, sie werden auch größer und der Schatten dreht sich ab und zu nach den Dingen, die er begehrt, um. Ach, so viel übrigens, dein Verehrer ist in dieser ganzen Zeit nicht da. Das finde ich gut, ansonsten müsste ich dieser Bar fernbleiben. Nein, ich meine auch nicht bei dir zu Hause. Zumindest macht er sich nicht bemerkbar. Auch das finde ich sehr angenehm. Der weckt mich nämlich sonst. Aber ebenso ist Roland nicht. Er ist einfach nur halb tot und siechend. In dieser Zeit werdet ihr euch der Künste, die ihr beherrscht, das wisst ja jeder selber, was das ist, bewusst und könntet die jetzt einsetzen. Ihr erinnert euch einfach daran, dass ihr das beherrscht. Und wie es geht, überhaupt kein Problem. Euer Kostüm habt ihr ja schon gefunden. Am Tage Halloweens, was ja bei uns eher weniger gefeiert wird. Ich meine, so ein paar Kinderstiefeln da schon rum, aber es ist nicht viel. Bei euch im Viertel vielleicht noch mehr als an anderen Ecken. Oh, das ist auch Reformationstag. Sehr gut, Feiertag. Wird es so sein, dass so 13 Uhr es wild ungestüm an eure Haustür. Ich lerne den Unterschied übrigens. Ich bin gut darin. Trommelt. Es trommelt an unserer Haustür. Ja, mit Fäusten. Kann man aus dem Fenster gucken? Wohnungstür meine ich. Entschuldigung. Was habe ich gesagt? Du hast vor allen Dingen Haustür. Du hast vor allen Dingen gerade gesagt, dass du gut darin wirst, den Unterschied zu erkennen. Okay. Nein, 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 pass auf. Ich lerne den Unterschied. Zum Lernen gehört auch der Fehler. Also die Haustür, die aber jetzt oben an eurer Wohnung ist, die meinte ich. Dann
Das ist die Wohnungstür. Wann war das? 13 Uhr, es ist mittags, okay, das ist gut. Dann kann Sophie sogar aufmachen, ohne demjenigen ihr Kopfkissen ins Gesicht schmeißen zu müssen. Ist das nicht einfach wunderbar? Vor der Tür, auf den Knien, ist eine Frau ohne Gesicht, die immer noch in der Luft jetzt rumhämmert. Du kannst natürlich mimisch wenig erkennen. Sie wirkt panisch und verzweifelt. Das ist unsere Nachbarin von unten. Nein. Ich meine, die fällt jetzt nach vorne um und wird dann die Hände wie halb zum Gebet emporstrecken. Das Muttermal am Halse erinnert euch aber halbwegs daran. Ihr kennt es sogar wieder. Es ist Frau Lessing. Ihr wisst nicht mehr, wer Frau Lessing ist. War das die Mutter von diesem komischen Kind? Na, was heißt von dem komischen? Das war die Mutter von dem Kindergeburtstag. Ich weiß nicht, ja, mehr, genau, welches die Kind meine dazu ich gehörte. Doch. Aber ja. She's looking for something. Frau Lessing, wie kann ich Ihnen helfen? Musst du sagen, quasi. Würde ich sagen, wenn ich da wäre. Du bist da. Du kannst meinetwegen jetzt aus deinem Zimmer kommen oder so. Sophie und gucken, steht was im Flur und hat das gesagt. Sie scheint dich zu hören. Sie scheint deine Beine zu betasten, um sich eines Menschen zu versichern. Hallo? Was ist mit ihrem Gesicht? Sophie betrachtet sie. Über die leeren Augenhöhlen spannt sich nichts als Haut. Der Mund ist ganz und gar nur ein dehnbares Stück davon. Die Nase wurde nicht abgesägt, aber sie fehlt einfach. Ohren hat sie noch. Ach, hübsch ist ja was anderes. Ich frage sie einfach, was ist mit ihrem Gesicht passiert? Ja, wohl, kein Mund, ja. Sie wird jetzt versuchen, langsam irgendwie umweltbetastend auf allen Vieren in ihre Wohnung zu krabbeln. Ja, ich helfe ihr quasi an den Essenstisch. Du solltest sie umdrehen. Na, sie kriecht in die falsche Richtung. Ja, ich helfe ihr an den Essenstisch. Warum? Pures Interesse? Sie kann dir eh nicht antworten. Ja, aber vielleicht kann sie mir was schreiben. Wie denn? Sie sieht doch nicht, was sie schreibt. Ganz ehrlich, musst du auf das Blatt gucken, wenn du von der Tafel abschreibst? Wenn ich nicht krumm und schief schreiben will, außerdem ist das also zwischen. Wir sind hier nicht in einem Schönheitswettbewerb, sondern wir wollen Dinge festhalten. Mach, was du willst. Mach, was du willst. Ich bitte diese Störung zu entschuldigen. Mein Haustier ist mir offenbar entwischt, als ich kurz meine Aufmerksamkeit meinem Mündel widmete. Ja, Haustier. Okay. Die sieht ein bisschen sehr menschlich aus wie ein Haustier. Sie ist nichts weiter als das. Na dann. Allerdings scheint es mir, als bräuchte sie noch eine Menge Erziehung. Und ich glaube, nichts wirkt da so Wunder, wie als wenn sie die einmalige Gelegenheit erhält, zum hohen Tee der Slur aufbrechen zu dürfen. Sophie wendet sich jetzt wieder an die Frau. Dann, meine Liebe, solltest du vielleicht in die andere Richtung, denn da wird's kalt. Als sie seine Stimme hört oder das Flüstern, das aus mehreren Ecken zu kommen scheint, wird sie natürlich von dem Stuhl, auf den David sie ihr geholfen hat, herunterspringen und versuchen, irgendwie unter den Tisch zu krabbeln, sich dabei furchtbar den Schädel einhauen. Kälter.
Sei mal nicht so. Kann Sophies wirklich ein bisschen kalt machen? Bitte? Kann Sophies wirklich ein bisschen kälter machen? Du bist sehr viel kälter noch. Also ich meine, du bist ja immer ein bisschen unterkühlt, aber du bist jetzt zu dieser Zeit natürlich noch etwas kälter. Ich meine, unter dem Tisch. Ja, kannst du. Dann wird es dort jetzt kalt. Dann friert sie etwas und die Knie sind sowieso schon an die Brust gezogen. Sie legt die Arme drum, aber sie scheint trotzdem nicht rauskommen zu wollen. Haben wir quasi so eine Art... Oh, ich habe einen Gurt. Das kann ich... Ich gehe ganz fix ins Zimmer und bastel einen Gurt in eine Halsband um. Oh, danke. Also, wenn du wiederkommst, oh, danke, das ist sehr freundlich. Aber wie bei einem Hunde lege ich einen Wert darauf, dass dieses Ding lernt, was gebührendes Verhalten ist. Ja, aber dann rennt sie nicht so schnell weg. Oh, sie wird lernen, nicht mehr wegzurennen. Ihr seht, dass aus den Ecken unter dem Tisch irgendwoher kleine Spinnen und Maden auf sie zukriechen, die sie in Kürze erreichen werden. Es sind nicht wenige. Okay. Ich hoffe, du Ding, es wird dich lehren, einem Slua in seinem Haus zu drohen. Es wird dich lehren, mein Mündel zu beschuldigen, das Plüschtier deiner Brut zerrissen zu haben. Ihr müsst wissen, sie drohte mir. Dabei bin ich die Furcht. Den ersten Schrei ihrer Brut, der ausgestoßen wurde von diesem Menschenpack in seinen Höhlen, als er dessen ansichtig wurde, was da schon sehr viel länger als sie in den dunklen Ecken lebte. Eine wahrhaftige Unverschämtheit. Ich hoffe nur, sie beschmutzt nicht euren Boden. Selbstverständlich würde ich mich dann im Anschluss darum kümmern, dass sie es auch reinigt. Nö, alles gut. Er legt den Kopf schief und beobachtet so, während das Getier es langsam an ihren Händen hochkrabbelt. Entschuldigung, Flo, du willst was sagen? Nö, alles gut. Sophie steht ein bisschen weiter hinten und betrachtet das Ganze. Kann ich Ihnen ein Tier anbieten? Oh, vielen Dank. Das ist sehr freundlich, aber ich sollte bald aufbrechen. Doch. Oh, ich wollte aber gern noch erfahren, was ihr heute für Masken tragt. Es ist ja ein Tag, wo wir andere Gesichter tragen dürfen. Er greift in seine Tasche und holt so eine Maske raus. Das ist die so eine mit so einem Ständer. So eine venezianische Maske, die du quasi mit so einem Stock vor dein Gesicht hältst. Genau. Und wenn er sie so vor sein Gesicht hält, dann ist es natürlich ihr Gesicht. Das sich auch perfekt natürlich seinen Konturen anpasst. Nice. Sophie, ich zieh eine Augenbraue hoch und das ist jetzt irgendwie ziemlich cool. Auch Sophie nickt anerkennend. Nun, als... Oh, ich hoffe, ihr habt euch nicht. Ich wollte euch darauf ansprechen. Diesen lächerlichen... Schlechtreden dieses schönen Tages. Ich hoffe, ihr ließt euch nicht davon beeinflussen. Oh nein. Also. Ich habe ein traditionelles Gewand unten. Sophie schmunzelt.
Oh, ich werde heute die Maske von Lady Wilma Van Eyck Fischer tragen. Ich würde mich natürlich nie so vorstellen, aber vielleicht könnte jemand auf die Idee kommen. Sie grinst. Man sagt ja, wessen Maske man trägt, zu dem wird man auch sehr schnell Lady Wilma Van Eyck Fischer. Allerdings kann ich das nicht hoffen. Ich möchte nicht, als das enden. Er nimmt jetzt die Maske wieder ab. Das kann ich verstehen. Es ist wirklich beleidigend, vor welchen Dingen die Menschen heutzutage Furcht empfinden. Es ist so belanglos. Krebs, Arbeitslosigkeit. Sie fürchten sich vor fremden Menschen aus anderen Ländern. Das haben sie ja schon übergebracht. Ja, aber dabei sind Menschen nichts weiter als ein Fehler der Quellen. Sie sollten erzittern vor uns, denn wir sind ihre Herren, nicht wahr, mein Schätzchen? Die Viecher kriechen jetzt ihren Hals hoch und sie versuchen, sie wegzuschlagen. Es wird ja auch gelingen. Aber Herr Satt scheint jetzt doch die Geduld zu verlieren und ergreift ihre Hand und zieht sie aus dem Tisch hervor, nicht irgendwie wild oder irgendwas, fast zärtlich, wie als würde er sie zum Tanze auffordern. Du machst es nur schlimmer, wenn du dich wehrst, mein Kind. Es dauert nur diesen Nachmittag und diese Nacht. Ich hoffe, ich werde eure beiden Kostüme später noch sehen, aber jetzt sollte ich zum Tee aufbrechen. Wie gesagt, gebt nichts auf das Schreiben dieses Trolls. Wenn ihr den Wanst seht, dann braucht ihr keine Bedenken zu haben. Er wird diesen Tag vermutlich gut überstehen. Das ist schön. Er verbeugt sich dann tief und als sie nicht dergleichen tut, legt er ihr zärtlich eine Hand auf den Rücken und drückt leicht und dann wird sie sich schon fügen. Sophie nickt, wie eine Lady es eben tut. Mit Koks um die Nase. Nee, ohne Koks. Das ist Schnee. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das nur so eine Männersache war mit dem Koks in der Zeit, wo die Ladies noch echte Gentlemen waren oder so. Man verbeugt sich und dann wird er sie hinausführen. Das ist schön. Das wäre erschreckend creepy, aber irgendwie lustig. Und das sagt der Gutmensch. Naja, nur weil ich Leuten helfen möchte. Ich weiß ja nicht. Sie schmunzelt. Geht dann ihm vorbei in ihr Zimmer. Die Tür ist aber offen. Es ist sogar gar nicht so chaotisch im Augenblick bei ihr. Wahnsinn. Zwischendurch räumt die ja dann doch mal auf. Hast du... Das, was eigentlich immer bei der rumliegt, sind halt irgendwelche Skizzen, Blöcke, Bilder, Stifte, Kohledinger, also so Kram halt. Aber sonst ist es aufgeräumt. Es sind eigentlich immer nur Kunstutensilien, die rumliegen. Oder halt mal 2-3 Tassen und mal einen Teller oder so. Ja, das Übliche halt. Also die Teller bleiben da nicht lange liegen, räum ich weg. Was? Ich brauch das Chaos. Schiller hatte immer einen verfaulenden Apfel in der Schublade. Ich bin nicht der Schiller. Und Schiller wohnte nicht mit einem Einzelmännchen zusammen. Entschuldigung, du wolltest irgendwas? Ja. Hast du alle Getränke etc. für heute Abend? Klar. Mist. Wieso?
Nee, ich habe vergessen zu sagen, was ich will und bin ich einkaufen gegangen. Dann gehe ich halt nochmal schnell. Oh, das ist gut. Was brauchst du? Ah, heute ist Feiertag. Ja, das ist schlecht. Danke. Danke, ja. Ab zur Tanke. Scheiße. Ja, ich brauche eh noch neue Filter. Die ist auch auf dem Weg zu Walli. Also das ist nicht das Ding. Ah, okay, was? Gut. Außerdem habe ich eh viel zu viel. Du kannst ein bisschen was von mir haben. Darf ich das denn wirklich haben? Du darfst es haben, du darfst es haben, du darfst es haben. Ich muss dich aber noch zweimal fragen. Darf ich? Frag mich halt noch zweimal. Darf ich und darf ich? Ja, ja. Super. Das wird anstrengend für dich heute Abend. Das wird so anstrengend. Aber nur wenn du was von wem Fremdes nimmst. Also insofern müsste das eigentlich. Yeah. Musst du eigentlich auch bei Klopapier fragen. Er guckt dich wirklich mit einem echt entgeisterten Blick an, geht dann Richtung Klo und holt sich eine Rolle. Das fällt mir gerade so ein. Ich sag mal, ich hätte nicht dran gedacht, aber ja. Entschuldigung. Da wird wohl heute nicht jemand im Kreis der Lieben mit an der Tüte ziehen. Nee. Du könntest einfach derjenige sein, der sie dreht. Die Tüte. Das ist richtig. Und ich würde an deiner Stelle keine Klopapierrolle mitnehmen, sondern eine Packung Taschentücher. Das sollte ja wohl auch reichen. Das fällt nicht so auf. Kannst dich ja auch mit deiner Laubrute abwischen. Das lasse ich lieber. Achso. Aber ja, das ist ein großes Problem bei dem, Kostüm. Aber es verfixt ja alles, also von daher sollte es klappen. Naja. Ich geh noch mal kacken, bevor ich den Scheiß richtig anziehe. Das ist mal ein Wort, mit dem wir erstmal die Folge beenden können, würde ich sagen. Sehr gut. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.